Hi, ich zeige euch heute, wie man Sauerteigbrot macht. Hier seht ihr schon mal das Rezept, alles schön mit Prozentangaben, die bei mir immer funktioniert haben. Ihr mischt einfach das Mehl mit dem Wasser zusammen und so wie ich das da mache, und dann lasst ihr das einfach mal so stehen. Ich mache das immer 11 Uhr nachts und ich mache dann morgens weiter so um 10 Uhr. Geht auch früher 7 oder so. Genau, morgens, wenn ihr aufsteht, seht ihr links den guten Starter, rechts den schlechten Starter. Ihr müsst natürlich den guten nehmen und da solltet ihr ein bisschen Blasen werfen. Ich mache noch ein Video dazu, wie man einen Starter macht. Ihr fügt dann zu dem gesamten Vorteig, was ihr am Tag davor gemacht habt, einfach den Starter dazu und 20% Salz. Und wenn ihr das hinzugefügt habt, also Starter sind 150 Gramm auf ein Kilo, genau, dann schlagt es so um wie vorher auch. Also ihr nehmt es einfach, wie ihr seht, ich werfe es einfach dazu, sind es 10 Gramm. Und jetzt wird einfach gefalten. Und zwar immer im Kreis rum. Einmal so, dann ein bisschen drehen und dann genau das gleiche nochmal. So, und das macht ihr dann im Abstand, fünfmal im Abstand von 30 Minuten. Ihr seht hier, wie ich das zum zweiten Mal mache. Und ihr seht hier schon, der Teig sieht schon anders aus zum dritten Mal. Er wird auch besser und nicht mehr so klebrig normalerweise. Bei mir war das Problem nur, dass ich den schlechten Starter verwendet habe, weil der andere, weil der gerade aus der Gefriertruhe kam. Also man kann Starter auch einfrieren, aber man sollte ihn davor füttern. Genau, da seht ihr, ich mache es dann hier zum dritten Mal und genau, die anderen paar Male habe ich euch jetzt nicht mehr gezeigt, aber ihr seht ja auch hier, wie ich die richtig schön lang stretche, den Teig. Genau, und dann lasst ihr ihn 4 Stunden gehen, wie es da auch steht, um dass er ein bisschen ausruhen kann. So, ihr lässt ihn sozusagen zweimal gehen, einmal in Gesamtform, so wie da, und dann füllt ihr ihn jetzt um in die Form, die ihr gießen oder die ihr haben wolltet. Also wenn ihr jetzt ein Kilo gemacht habt, könnt ihr auch 2 kleine Brote machen, die jetzt einfach teilen, Kerne noch dazu einfalten, dann Mehl auf dem Tisch ausbreiten und Mehl auf dem Tuch ausbreiten. Wie ihr seht, ist einfach eine leere Schüssel mit dem Tuch drüber. Das zeige ich euch auch gleich noch, dass ihr da Mehl drauf macht, bevor ihr dann das Brot da reinstutzt. Aber jetzt kommt das, der Teig vom Brot kommt jetzt erstmal auf den Tisch und darf da erstmal benchresten. Hier seht ihr, wie ich da Mehl drauf mache, damit es nicht anklebt. Macht ihr da kein Mehl drauf, klebt es euch ganz sicher an dem Tuch fest. Und das wollt ihr nicht. Also macht da lieber zu viel drauf, ihr könnt es auch danach abpinseln. Das ist gar kein Problem. Es geht echt einfach. So, jetzt nehme ich wahrscheinlich gleich den Teig, der bei mir natürlich ein bisschen zu flüssig geworden ist und nicht so schön zusammengehalten hat wie normalerweise. Ich mache vielleicht nochmal ein Video, wo man einfach sieht, wie der aussehen sollte, weil mein Sauerteig jetzt wieder aktiv geworden ist. Und dann, es sieht so ähnlich aus, aber er ist ein bisschen weniger klebrig und nicht so flatschig wie der. Dann geht er einfach nur hin und faltet den, also macht ein bisschen Mehl drauf. Ich musste ein bisschen Mehl drauf machen, weil es echt viel zu klebrig ist. Der normale Teig, wenn er gut ist, ist überhaupt nicht klebrig. Macht ihr einfach eure Hände ein bisschen nass, bevor ihr das macht. Das solltet ihr auch immer machen, wenn ihr den Teig faltet. Einfach kurz die Hände nass machen und dann könnt ihr, genau, einfach den Teig falten. Und in dem Fall falte ich ihn nochmal speziell, wie ein Schmetterling. Genau, von beiden Seiten. Und dann nehme ich die hintere Seite und kipp sie über die andere nochmal rüber, genau. Und jetzt mache ich das gleich nochmal von hinten. Genau, einmal drüber. Und dann kann er da 15 Minuten kurz mal entspannen, der Teig. Und dann nehmt ihr einen Bench Scraper oder irgendwas anderes und macht den Teig, den ihr auf dem Tisch habt, einfach direkt mit einem Flatscher in eure Form, die ihr davor gemehlt habt. Also, genau. Und da geht er dann sozusagen zum zweiten Mal. Und das erste Mal ist ja 4 Stunden und das zweite Mal, ich mache es immer so 2 Stunden. Ihr könnt es auch länger, wenn es kälter ist zum Beispiel, müsst ihr es länger gehen lassen. Das seht ihr aber dann. Und zwar, wenn ihr den Teig drückt und er kommt nicht zurück, dann ist schon mal ein gutes Zeichen, dass er bereit ist zum Backen. Wenn er wieder zurückkommt, könnt ihr ihn einfach noch ein bisschen länger stehen lassen. Aber das ist auch eine Sache von, das muss man ausprobieren, damit das geht. Aber so 2 Stunden in der Form nochmal gehen lassen, ist eigentlich immer, hat immer ganz gut funktioniert. Ihr seht dann, wie ich da noch Nüsse drauf mache. Ist allerdings die falsche Seite, das ist die Seite, die dann nachher unten ist. Das ist wichtig. Alle Sachen, die ihr auf das Handtuch werft, ist nachher oben. So, 2 bis 4 Stunden nochmal gehen lassen, genau. Und den Ofen vorheizen, das ist sehr wichtig. Auf 250 Grad, dann nehmt ihr das Brot, stützt das in eure Backform, also zum Beispiel eine Brotform oder einen Römertopf. Genau, und da seht ihr, ich habe es in der Glasform gemacht, dann das Brot davor noch angeritzt. Das ist so eine schöne, normalerweise geht das dann schön auf. Ja, und das ist schon das fertige Brot. Ihr seht, es ist trotzdem ein bisschen aufgegangen, obwohl mein Starter noch nicht
so fit war, wie er eigentlich sein sollte. Aber dann kriegt ihr so richtig schön widerstandsfähiges Brot und wenn ihr den Deckel abmacht nach 30 Minuten, dann bildet sich die Kruste und dann geht das Brot auf. Das ist das eigentlich, was ihr haben wollt. Also ihr backt es 30 Minuten mit Deckel und dann 30 Minuten ohne Deckel. Und wenn ihr wollt, könnt ihr es auch noch ein bisschen länger backen, je nachdem, wie dunkel ihr es haben wollt. Und wenn ihr einen Pizzastein habt, kann ich nur empfehlen, nehmt den Pizzastein. Das war's schon. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es einfach in die Kommentare. Ich freue mich. Bis dann.